und worauf man in Bremen, bei Bremen, wegen Bremen hinweisen muss. Dieser Staat wird ununterbrochen seit den Anfängen der Bundesrepublik von den Sozialdemokraten regiert. Und danach sieht es auch aus. Die größten Schwierigkeiten bei der Integration, die größten Probleme im Schulwesen, die meiste Armut, auch die meiste Kinderarmut. Wenn das sozialdemokratische Politik ist, dann ist hier was schiefgelaufen. Naja, und jetzt wird sich nichts ändern und die werden weitermachen. Und die einzige Möglichkeit, dass sich die Verhältnisse da mal ändern, wäre die Auflösung des Bundeslandes Bremen und vielleicht eine Verbindung mit Niedersachsen. Aber dieses Land als eigenes Land aufrechtzuerhalten auf Kosten anderer Länder ist vollkommen absurd.